So, liebe Leute, ich möchte heute mit euch über etwas reden, was wahrscheinlich in der nächsten Woche bevorstehen wird. Denn am Dienstag, den 15.06. ist die Nintendo E3 Pressekonferenz, wir wissen es, E3 jedes Jahr im Juni. Um die 5 Tage gibt es da neue Games, im besten Fall alle paar Jahre neue Konsolen. Und das könnte uns auch aus dem Haus Nintendo am Dienstag bevorstehen. Denn um 18 Uhr wird gemunkelt, könnte die Nintendo Switch Pro angekündigt werden. Ist inzwischen nur ein vorläufiger Name, wie sie dann am Ende heißen wird, das werden wir sehen. Und ich möchte von euch wissen, würdet ihr euch eine Nintendo Switch Pro kaufen? Wie findet ihr die Idee einer Nintendo Switch Pro? Und vor allen Dingen, wenn ihr andere Themen habt, über die ich reden kann, soll und müsste, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr angetan und höre mir gerne eure Themenvorschläge an, über die wir dann Videos machen können und im besten Fall auch in den Kommentaren diskutieren können. Fangen wir an mit der Switch Pro. Es bestehen schon seit Jahren, man kann schon fast sagen, kurz nach Release der Nintendo Switch kamen schon Gerüchte auf, dass Nintendo an einem besseren, leistungsfähigeren Modell der Nintendo Switch arbeitet. Und ja, ist sowas sinnvoll? Ja, sowas ist an und für sich sinnvoll, wenn eine Konsole in die Jahre kommt. Wir haben es bei der PlayStation 4 gesehen, ich habe auch eine PlayStation 4 Pro. Und ja, eine PlayStation ist in meinem Auge oder ist in meinen Augen meine Main-Konsole. Also auf der Konsole verbringe ich wirklich die meiste Spielzeit und deswegen bietet sich es für mich an, mir eine PlayStation 4 oder PlayStation 5 Pro zu kaufen, weil ich da, wie gesagt, sehr viel Zeit an der Konsole verbringe. Und ich denke, auch für solche Leute sind solche Pro-Modelle gedacht. Denn du hast bessere Performance, bessere Ladezeiten und so weiter und so fort. Im besten Fall eine bessere Auflösung, wie jetzt gemunkelt wird bei der Nintendo Switch Pro. Und kommen wir schon mal zur Frage, ob ich mir eine Nintendo Switch Pro kaufen würde. Zum aktuellen Standpunkt, nein. Die Switch ist für mich meine Zweitkonsole, auf der spiele ich zwar Pokémon und Monster Hunter und noch so ein paar andere kleinere Sachen, aber für mich lohnt es sich nicht, eine Nintendo Switch Pro zu kaufen, denn ich sehe es einfach nicht ein, im besten Fall nochmal 300 oder wie gemunkelt wird, 400 Euro dafür auszugeben für eine Konsole, die schon von Anfang an hätte gut sein können, hätte besser ausgestattet sein können. Und ich kann auf der einen Seite Nintendo verstehen, dass sie den Preis von 300 Euro damals zu Release angestrebt haben, um die Konsole attraktiv zu machen. Allerdings muss ich auch sagen, ich sehe es nicht ein, eine Nintendo-Konsole nochmal zu kaufen, die etwas besser ist als die aktuelle Version. Hätte sie auch von Anfang an schon sein können, finde ich. Und zudem muss ich sagen, dass es mir das nicht wert ist, weil Nintendo-Spiele sehr, sehr teuer sind und auch bleiben. Es passiert so selten mal, dass Nintendo-Spiele wirklich stark reduziert sind. Auch alte Spiele, gerade so wie Mario Kart 8 Deluxe. Leute, das Spiel kam auf der Wii U raus. Warum wird das nicht reduziert und einfach für 30 Euro verkauft? Warum soll ich mir dann eine Switch Pro holen, Nintendo nochmal 400 Euro in den Rachen stopfen, im besten Fall, für Spiele, die marginal etwas besser laufen? Eine 4K-Auflösung brauche ich nicht. Ich habe weder einen 4K-Monitor noch einen 4K-Fernseher hier stehen. Also wäre das schon mal kein Argument für mich. Und kürzere Ladezeiten, bessere Performance. Digga, warum nicht gleich einen gescheiten Prozessor einbauen? Warum nicht gleich eine gute Performance hinkriegen bei der Nintendo Switch? Und dann das Switch Lite-Modell als Handheld verkaufen. Was ich auch dumm fand, ist, man hat eine Switch Lite rausgebracht, aber man hat nicht die Möglichkeit, die Switch Lite über wenigstens ein HDMI-Kabel an den Fernseher anzuschließen, dass man wenigstens die Switch einfach irgendwo hinlegen kann und trotzdem mit ihr am Fernseher spielen kann. Ja, die Switch Lite soll ein Handheld sein, soll für unterwegs sein, ist kleiner und so weiter und so fort, aber ich finde es ein bisschen dumm gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach einen Anschluss zu machen, um das Ding auch im Fernseher spielen zu können, wäre schon sehr, sehr easy gewesen für Nintendo. Und ja, da muss ich mich auch fragen, will Nintendo da einfach bloß ein bisschen Cash machen bei den ganzen Fanboys? Und ich muss sagen, ja, ich bin selbst Nintendo-Fanboy. Ich habe mir die Switch zu Release gekauft damals, als sie rauskam. Ich habe mir schon viele Nintendo-Sachen zu Release gekauft, als sie rausgekommen sind, weil ich die Marke einfach mag. Ich mag die ganzen Nintendo-Sachen, so wie Mario, Pokémon sowieso, Zelda. Und ich kaufe auch meistens immer alle Spiele von denen rein, weil ich sie einfach feiere. Und ja, ich sehe aber nicht ein, dann noch sinnlos Geld auszugeben für eine Konsole, die den 4K-Support bietet, den ich nicht brauche momentan, bessere Performance bietet, die ich auch nirgendwo jetzt so sehe. Ich meine, man hätte schon bei Pokémon damals sehen können, dass die Konsole vielleicht etwas bessere Performance bräuchte oder die Spiele besser gepolished sind oder gepolished werden sollten von Game Freak. Und
Ich muss echt sagen, dass Nintendo die Spiele wie Mario oder Zelda so flüssig auf der Switch hinkriegt, ist echt eine Meisterleistung und ich finde, es braucht da wirklich keine Pro-Konsole im Moment. Oder man bietet die Sachen im Bundle an mit einem coolen Spiel dazu oder man macht halt die Spiele, die älter sind, wie Odyssey oder wie Zelda, eine ganze Ecke günstiger, denn wie gesagt, 60 € permanent für Spiele auszugeben. Und das auch schon, wenn sie Jahre alt sind. Ich kann auch den Hype verstehen, wenn jetzt Wii U-Ports für die Switch rauskommen und die dafür zum Anfang 60 € verlangen. Okay, sei es drum. Aber nach einem halben Jahr kann man die Sachen ruhig reduziert verkaufen für 40 €. Ich meine, Digga, wenn sich die Wii U so schlecht verkauft hat, werden am Ende jetzt alle zur Kasse gebeten, die keine Wii U gekauft haben. Und die dummen Leute, die eine Wii U gekauft haben und die Spiele für 60 € da schon gekauft haben und sie im besten Fall nochmal spielen möchten, müssen sich dann nochmal für 60 € kaufen. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kaufe Nintendo-Spiele nur in Masse, wenn es bei Amazon, Mediamarkt, Saturn, whatever, Aktionen gibt, 3 für 2. Habe ich mir jetzt auch schon Paper Mario und zweimal Monster Hunter geholt und da finde ich es okay. Aber ansonsten sind mir Switch-Spiele, wenn sie auch von Drittanbietern sind, gerade wie Capcom oder sowas, einfach zu teuer zum Anfang. Die gehen zum Glück dann relativ zeitig runter, aber die Nintendo-Only-Sachen, so wie Mario, bleiben auf dem Niveau 60-70 € und das finde ich halt zu krass. Macht so nicht besser. Bestes Beispiel, Last of Us, habe ich ein halbes Jahr nach Release für 40 € geschossen. Ghost of Tsushima, auch ein sehr, sehr gutes Spiel, habe ich auch ein halbes Jahr nach Release für 40 € geschossen. Und das ist halt, mir fehlen die Sales bei Nintendo, wo es wirklich gerechtfertigt wäre, sich eine neue Konsole zu kaufen, bessere Performance, im besten Fall einen besseren internen Speicher, mehr internen Speicher. Und meine Meinung ist, momentan brauche ich keine Pro-Version der Nintendo Switch, die reicht für das, was ich sie nutze, aus. Vielleicht ist es eure Main-Konsole, kann gut sein, ich kann es verstehen, Nintendo Switch ist cool. Es ist eine coole Konsole, war eine coole Idee damals von Nintendo, die Switch so zu entwickeln, wie sie es gemacht haben. Und ich möchte eure Meinung wissen. Würdet ihr euch zum jetzigen Zeitpunkt eine Switch Pro kaufen? Für wie sinnvoll haltet ihr vor allem Nintendo Switch Pro? Und Das große Fallbeil, was im Raum steht, ist ebenfalls ein Gerücht der letzten Wochen, nämlich dass Pokémon Legends Arceus wirklich nur die beste Performance hat auf der Pro-Version der Nintendo Switch. Wie findet ihr es, wenn Spiele für eine bessere Konsolenversion gemacht sind und auf der schlechteren Version oder auf der älteren Version in dem Sinne, schlechter, älter, einfach nicht so gut laufen und du praktisch genötigt wirst, so halb und getreten wirst, dir eine bessere Konsolenversion zu kaufen. Ich finde sowas ziemlich, ziemlich mies und unverschämt eigentlich. Denn wenn du dir eine Switch Lite geholt hast und Pokémon Legends Arceus läuft da drauf halt wie das Ruckelfest schlechthin mit 25, 20 FPS, Dicker, bist du einfach relativ gebumst. Muss ich so sagen, wie es ist. Ich kann es verstehen. Wenn es wieder bei der PlayStation 4 Pro ist, du hast auch Spiele wie Monster Hunter World, die auf der PlayStation 4 Pro entweder einen 60-FPS-Modus haben oder einen Grafikmodus, dass du halt schönere Texturen hast, bessere Texturen hast, höher aufgelöst hast. Das sehe ich noch ein, wenn sie sagen, okay, passt auf, wir machen für Pokémon Legends einfach schönere Texturen für das Pro-Modell. Du hast 60-FPS permanent. Okay, finde ich cool, aber die Spiele dürfen auf den älteren Versionen der Konsolen nicht marginal schlechter laufen. Also es kann nicht sein, dass, wenn ich eine Switch habe, die Pokémon da drin ruckeln und wenn ich das Switch Pro habe, die Pokémon nicht mehr ruckeln, weil es einfach flüssiger läuft. Das ist halt einfach Crap. Ob das wirklich so ist, werden wir sehen. Also am Dienstag, wie gesagt, um 18 Uhr gibt es die Pressekonferenz von Nintendo. Danach kommt Pokémon Treehouse. Da werden sie wie immer ein paar Spiele noch ausführlicher und ausgiebiger zeigen und testen. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde auf alle Fälle den Mittwoch freihalten und da nicht streamen. Ich will mir das Ganze nämlich sehr, sehr gern selbst angucken und werde wahrscheinlich erst nächste Woche, nee, Dienstag, ab Mittwoch wieder streamen, genau. Montag und Dienstag sind die Pressekonferenzen, ab Mittwoch werde ich wahrscheinlich wieder streamen erst. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es wurde auch schon gemunkelt, dass Pokémon Diamant und Pearl bessere Grafik bekommen haben. Es sind auch schon ein paar Screenshots geleakt, ob sie echt sind. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Und vor allen Dingen, was es wirklich auf sich hat mit der Switch Pro, ob sie kommt, ob sie nicht kommt, wie viel sie kostet vor allen Dingen und wie die Spezifikationen sind, was die Switch Pro denn Tolles kann, ob es sich wirklich lohnt, dafür dann mehr Geld auszugeben, denn je nachdem, ich rechne mit 400 € für die Konsole. Oder sie machen den Move, den ich auch mir vorstellen könnte, sie bringen einfach dann die Switch raus, wie sie jetzt ist, für 200 €, so ausverkauftechnisch, und bringen halt die Switch Pro für 300 € raus, dass die Leute wirklich
dazu gestrebt sind, sich eine Pro zu holen, weil 100 Euro mehr oder weniger machen schon das Kraut manchmal ganz schön fett. Aber ich für meinen Teil werde darauf verzichten, mir erstmal eine Switch Pro zu holen. Vielleicht irgendwann mal, wenn es sich wirklich lohnt. Aber dann ist schon, denke ich mal, die nächste Nintendo-Konsole kurz vor Release. Und ich habe nicht mal eine PlayStation 5 hier stehen. Ist eigentlich traurig, dass das PlayStation-Fanboy. Aber, ja, für mich erstmal keine Pro. Wie sieht es bei euch aus? Wie gesagt, ich hate nicht Nintendo. Ich spiele selbst gerne Nintendo. Ich habe momentan sehr viel Spielzeit in Pokémon und sehr, sehr viel Spielzeit in Monster Hunter Rise. Also von daher, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt über neue Spiele. Ich freue mich drauf. Ich werde mir auch wahrscheinlich Zelda holen, weil ich Bock drauf habe. Weil ich Wind Waker nicht. Skyward Sword ist es. Noch nie gespielt habe. Ich hatte kein Gamecube leider, als ich jünger war. Und das ist ein Spiel, was ich auf alle Fälle nachholen möchte. Und vielleicht kommen noch andere coole Zelda-Spiele raus dieses Jahr. Mal schauen. Das war's von mir. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, über was wir reden können, in den nächsten Videos sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr vorschlagt und vor allen Dingen, wie eure Meinung ist zur Switch Pro. Seid ihr dafür oder dagegen? Werdet ihr sie euch kaufen? Und wenn ja, wie viel würdet ihr ausgeben dafür? Es kann auch sein, dass du sagst, hey, Digga, ich finde Switch Pro, ich gebe dir auch 500 Euro aus, wenn die eine geile Specs hat und das Zeug einfach flüssiger läuft. Oder sagt ihr so, ah, nee, Digga, meine Switch reicht mir zu. Muss ich nicht haben. Schreibt es in die Kommentare, das war's von mir. Wenn ihr ist fallen zum Schluss nochmal voll der Versprecher drin. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Momentan gibt es sehr viel Destiny und sehr viel Monster Hunter Streams, wenn ihr da mitspielen wollt. Sehr, sehr gerne. Und ansonsten, je nachdem, was nächsten Wochen mal rauskommt, gibt es vielleicht was anderes. Mal schauen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.